Hi, heute will ich euch zeigen, wie man mit der Drake Cutlass Thread recht einfach sehr viele Credits verdienen kann. Wenn alles gut läuft und die CIG-Server mitspielen, sind hier so um die 190.000 Credits pro Stunde durchaus drin. Die Hülle der Cutlass Thread ist ein mittlerer Jäger. Der Unterschied zu Cutlass Black ist der kleinere Laderaum, das Fehlen der Raketenslots und die Red hat keinen Turm. Dafür hat die Red ein Mid-Bed und genau das brauchen wir. Ich werde im Video erklären, wie das Credit Farm funktioniert und den optimalen Weg eines Durchgangs zeigen. Nun, wenn wir eine Drake haben, bereits im Hangar oder in-game gekauft, sie kostet übrigens in-game 1,8 Millionen Credits und kann in Lorwia gekauft werden, oder ihr sie euch mieten wollt, etwa ab 36.000 Credits pro Tag, ebenfalls am Lorville, am Spaceport kann man die mieten. So, wenn ihr nun die Cutlass Thread habt, müsst ihr nach Mikrotech fliegen. Dort gibt es die Mission Argent Boarding Action in Progress. In dieser Mission müsst ihr 20 Terroristen töten, die eine 890 Jump gekapert haben. Die Belohnung für das Abschießen sind 45.000 Credits plus gegebenenfalls Bonus. Dieser Bonus kommt von den zwei Schiffen mit Crimestead, die bei der 890 Jump spawnen. Hierzu nimmt man die 890 Jump Mission und die Mission A Call to Arms an. Beide sind unter Kategorie Mercenary. Wenn man Glück hat, geben beide Cutlasse, die dort spawnen, 1500 Credits. Dann hätten wir am Ende 48.000 verdient. Für das Abschließen der 890 Jump Mission sollte man nicht länger als 15 Minuten brauchen. Ihr fragt euch zu Recht, da sind aber nur 48.000 Credits und wie kommt man jetzt auf die versprochenen 190? Da die Mission nicht sofort wieder spawnt. Das ist ganz einfach, das werde ich euch im Video auch nochmal zeigen. Kann ich aber auch schon mal im Vorfeld verraten. Sobald die Mission abgeschlossen ist, geht ihr zum Bett der Drake Cutlass Red und loggt euch da aus, um dann auf einem neuen Server neu zu starten. Sollte der Server nicht spinnen, werdet ihr wieder bei Mikrotech aufwachen. Nehmt die Mission dann wieder noch einmal an und da ihr auch nicht weit fliegen müsst, habt ihr so gut wie keinen Zeitverlust. So, nun sind wir auch schon mitten im Kampf. Diese Cutlass ist gefittet mit S2 Gatlings und sonst habe ich da nichts am Setting zum Standardfit geändert. So, ich habe natürlich auch vergessen, die zusätzliche Call to Arms Mission anzunehmen, das machen wir jetzt. Und mache an den beiden Cutlass Black kurzen Prozess. Also für die erste kriegen wir fast die maximale Summe von 1000 Credits, das ist schon mal nicht schlecht. Schauen wir mal, was es für die zweite gibt. Mit S3 Waffen ist es tatsächlich ein bisschen einfacher und geht viel, viel schneller. Und die Dinger sind ja nicht wirklich wendig, dass man unbedingt Gimbal-Waffen braucht. Aber das ist jetzt auch gleich vorbei. Okay. 1500, das ist schon mal nicht schlecht. Also kriegen wir jetzt zu den 45.000, die wir für die Mission bekommen, nochmal 2500 dazu. Das sind 47.500 Credits. Manchmal oder ganz oft, wenn man in die Nähe des Schiffs kommt, aktivieren sich die Bots und schießen sich gegenseitig ab. Da sind auch ein paar
Wachen drin, die haben weiße Rüstungen. Die bitte nicht abschießen, weil sie dann, weil es dann Crime Set gibt. So, das Wichtigste, was wir jetzt machen müssen, wir müssen uns bei dem Bett registrieren. Damit sollten wir sterben, nicht vor Treasure spawnen, sondern in der Cutlass. Genau. Es ist immer wieder ein bisschen tricky, in das Ding einzusteigen, weil die Gravitation recht, also der Eingang ist schmal und ich habe manchmal passiert, dass du steigst ein und stirbst durch einen Schlag auf den Kopf oder so. Also das ist ein bisschen doof gelöst. Jetzt hat es aber ganz gut geklappt. Ah, wie ich gesagt habe, Kopf auf den Schlag. So. Das ist ja aber spackt ein bisschen. Das könnte aber auch gut sein, weil bei Servern, die spacken, sind die NPCs nochmal einen Ticken blöder, wie sie sonst sind. Also noch die Med-Pen wieder einpacken und weiter geht's. In der Tür steht immer meistens ein Wache. Also auf die wir bereit sein, sollte sie schießen. Wäre nicht so schön. Wir gehen jetzt nicht die Treppe hoch, sondern geradeaus durch. Hier steht auch in der Wand meistens auch eine Wache in der Tür. Gut, die ist jetzt auch erledigt. Sieht jetzt nicht danach aus, als ob die Wachen besonders aktiv sind. Also ich habe auch schon Durchgänge gehabt, dass die Wachen so ziemlich alle Touristen getötet haben, bevor ich überhaupt unten ankam. Im Hangar oder im Engineering Room. Wir fahren eins hoch. So, jetzt gehen wir nicht nach links. Das geht dann raus in die Treppe, zu der Treppe und dann nach oben. Wir töten jetzt mal die drei, meistens sind es drei, die hier sind. So, da guckt die Wand an, das ist gut, aber wir haben keine Munition. So, das Nachladen hat funktioniert. Wenn die Tür auch aufgeht, wäre das klasse. Ah, scheiß Tür. Okay, da müsste doch einer da sein. Und ich gucke eigentlich immer hier nach. Früher gab es noch das Zusatzmission, das heißt, wenn man innerhalb von 3 Minuten den Download der Informationen gestoppt hat, gab es noch mal ein bisschen Bonus. Gibt es irgendwie seit dem letzten Patch nicht mehr. So. Handgranaten sind da das Mittel zum Zweck. Meistens, schauen wir mal, ob es funktioniert. Manchmal spackt es ein bisschen rum. So wie jetzt. Ob die jetzt funktioniert. Also ich gehe mal stark davon aus, dass der Server bald abkratzt. Scheiße. Nichts passiert, okay. Also, dann gehen wir mit dem Kopf durch die Wand. Das sind meistens 3, manchmal 4. Da reagiert nicht sehr gut. Das Spannende und Lustige ist, die können auch durch die Glasscheibe schießen. Das heißt, man sollte sich nicht hinter der Glasscheibe verstecken, weil die ballern da durch. Okay, also. Die Ebene geräumt. Jetzt gehen wir runter und schauen wir uns den Engineering Room an. Fahren wir mal in die unterste Ebene. Gibt es neue Missionen? Nein. Okay. Wir gehen aber nicht zum Hangar, wir gehen ins Engineering-Raum. In den Maschinenraum. So, da sind auch immer welche. Zack. Er hat sogar zurückgeschossen. Nur noch 10 übrig. Ah, hier sind ein paar. So. So ein bisschen doof.
Ich umgehe den, ich werde den mal umgehen. Wir nehmen den Aufzug und kommen von hinten. Hier könnte auch einer stehen, beziehungsweise im anderen Flur. Ein bisschen rausspähen. Ja, da bewegt sich einer sogar, einer hat sich aktiviert. Zack. Noch 8. Steht 2. Okay. Also, wahrscheinlich sind die restlichen 6 im Hangar. Ah, ich höre schon Stimmen. 4 to go. Ah, das müssen die Eier wehgetan haben. Autsch. Eigentlich, was ich mache, nicht notwendig. Die Bots laufen eigentlich noch nicht durch die Gegend rum, aber sicher, sicher. Wo ist mir schon passiert, dass die da oben da hier rumgelaufen sind? Aber es ist wirklich selten. Also normalerweise haben sie grundsätzlich KI-Aufsetzer. So, jetzt haben wir genug Medpens. Und die letzten 2 sind ja gleich tot. Na, ja, ein bisschen vorspielen. Wo ist der Kerl? Hier nicht. Okay, also muss mindestens einer im Maschinenraum sein. Vielleicht hier gleich einer. Da hängen sie auch manchmal oben in der Küche. Da ist er schon. So, okay. Das heißt, der letzte müsste in diesem Durchgang wahrscheinlich. Wir werden da gleich gucken. Einen übersehen habe, ich glaube nicht, aber sicher ist sicher. Manchmal sieht man die nicht in dem Dunkeln hier und die bewegen sich nicht, reagieren nicht. Das ist dann manchmal doof. So, ich vermute, der ist jetzt da hier hinten drin. Rausspielen und Kanone! Okay, so. Mission erledigt. 45.000 plus nochmal die 47,5. Jetzt, was ich natürlich machen könnte, ist mit Backspace Selbstmord begehen und dann wären wir schon im Schiff, also nach knapp 12 Minuten. Aber wir fahren mal hoch, ganz entspannt und gemütlich mit dem Aufzug und versuchen, in das Schiff einzusteigen. Also warum die Red auch ziemlich klasse ist, manchmal ist es tatsächlich so, dass die Aufzüge durch den Boden der Aufzüge fällt. Twitch durch den Boden der Aufzüge fällt und dann gehen die Türen nicht mehr auf und dann muss man sich sowieso selbst töten. Oder die Türen beim Hangar in diesem kurzen Korridor mit den 2 Türen öffnen sich nicht mehr und dann
muss man sich auch selbst umbringen. Also das Ganze ist schon auch ein bisschen buggy. Und in jedem Fall ist die Drake absolut sinnvoll hier. Nicht nur wegen dem Ausloggen, sondern auch man stirbt schon ab und zu mal. Und dann der Weg zur Raumstation hier und wieder zurück. Das dauert ja wieder ein bisschen. Gegebenenfalls muss man noch Expensen Fee zahlen. Was kostet? Ich glaube 5000 bei der Cutlass. 4,6. So unten Dreh rum. Das spart man sich halt alles. Und so würde man niemals auf die 11 bis 15 Minuten kommen, die man dazu braucht. So. Im Grunde genommen muss ich das jetzt nicht schließen, aber wir machen das mal. Jetzt ins Bett. Nicht setzen, liegen. Ich habe festgestellt, dass beim Sitzen man viel öfters Probleme mit dem Wiedereinloggen bekommt. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ist halt so. Ich logge grundsätzlich aus, wenn ich liege. So, jetzt starten wir einen neuen Server. Und schauen wir mal, ob... Ich habe übrigens die Ladezeit rausgeschnitten, also... Nicht, dass ihr denkt, das geht so schnell, das geht nicht so schnell. Wir sind jetzt auf einem neuen Server. Und schauen wir mal, ob das alles so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay. Wunderbar, die Mission ist da. Nehmen wir schnell an. Und wir können wieder von vorne anfangen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. See you in reverse.